guten Morgen alle miteinander. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie wir denn das Schiff hier irgendwie noch rumkriegen könnten. Es gibt ja doch so viele Bewegungen, so viele Menschen, die sich engagieren, die auch auf Demos gehen, die einfach erkannt haben, irgendwas muss sich ändern, aus verschiedenen Gründen. Sei es jetzt, dass die Politiker einem auf den Sack gehen, sei es einem, dass man merkt, dass die Medien einseitig berichten, uns manipulieren wollen. Sei es, dass man erkannt hat, dass wir uns als Menschheit am Ausrotten sind. Sei es, dass die, ja, dass das eigene Leben einfach nicht mehr so toll ist, auch hier im Lande, dass man 2, 3 Jobs haben muss, dass das Geld einfach nicht reicht. Wie kann man das irgendwie auch in den Griff kriegen? In den Griff kriegen. Ich bin noch beim ersten Kaffee. Und da bin ich jetzt seit kurzem erst auf einen Begriff gestoßen. Ich glaube, der fasst das alles zusammen. Ich habe es ja schon versucht, anders zu erklären. Ich habe ja mal den Begriff Evolution benutzt, aber das ist für viele nicht fassbar. Und zwar Relokalisierung. Die Alternative, die Lösung aus diesem Kapitalismus raus, ist nicht, gerade aus diesem verzerrten Kapitalismus, also hier spreche ich vielleicht auch diese Libertaristen mit an, wir meinen, glaube ich, gar nicht so viel unterschiedliche Sachen. Der Weg daraus, aus dieser Abhängigkeit, aus dieser riesengroßen Umverteilung, dieser Ungerechtigkeit, ist nicht Kapitalismus, ist nicht Libertarismus alleine, nicht diese, sondern Relokalisierung. Relokalisierung. Langsam müssten es doch die meisten merken, die Demonstrationen an den meisten Orten bringen nichts. Da lachen die, in Anführungsstrichen, die da oben nur drüber. Wenn sich die ganzen Friedensaktivisten, die ganzen Aktivisten, denen es um gesunde Nahrung geht, die was gegen TTIP haben, die ganzen Aktivisten, denen Hartz IV auf den Sack geht, was es da noch so alles gibt, gar nicht irgendwo zentral versammeln. Weil diese Zentralisierung, das ist ja ein Markenzeichen, Monopolisierung, Zentralisierung von Macht, ist ja ein Markenzeichen dieses Raubtierkapitalismus, dieses, was wir jetzt halt hier haben. Und manche meinen ja, dass da wirklich, ne, stelle ich jetzt nochmal dahin, das Ziel hintendran, hier eine Weltordnung, eine Weltregierung, also noch zentraler geht's ja gar nicht mehr. So, und die Lösung daraus ist eine Dezentralisierung. Was bedeutet das? Lasst uns die Energien nicht dahingehend verpuffen, indem wir uns irgendwo hinstellen, mitten in die Stadt oder was weiß ich, und eine Demo abhalten, wo irgendein paar Leute was erzählen. Wenn die ganzen Aktivisten, die das kapiert haben, bei sich vor Ort, zu Hause, dort anfangen, aktiv zu werden. Und da kann man ja alle Bereiche Stück für Stück umsetzen. Autarke Ernährung, man kann bei sich selbst anfangen, Leute dazu animieren, zusammen eine Food Corporation machen, zusammen beim Bio, beim Regionalbauer irgendwo um die Ecke bestellen. Man kann solidarische Landwirtschaftsbetriebe wirklich gründen. Dasselbe mit der Energie, dass man mal anfängt, sich selbst autark zu machen. Sag, ich produziere meinen Strom und nutze den für mich und lass mir das von keinem verbieten. Ich will weg von dieser Atom. Diese ganze, was wir da haben, ist einfach nicht die Lösung. Ich setze jetzt die andere Lösung um. Dafür Leute begeistern. Und sich dann Stück für Stück die Gemeinden, die Ortschaften, auch die kleinsten, sich autark machen, den eigenen Strom erzeugen auf regenerativer Basis. Dann das andere, die andere Thematik, das Geld, Regionalgelder gründen, Lokalgelder gründen, dass die Lebenszeit, die die Menschen investieren, in der Region, im Ort bleibt und nicht irgendwo raus in die Welt exportiert wird. Es ist nicht toll, wenn unsere Lebenszeit, der Lohn dafür exportiert wird. Das brauchen wir hier langsam, wenn wir wieder hier richtig auf die Beine kommen wollen. Schaut euch das Wirtschaftswunder Wörgl an. Was gibt's noch? Einfach anfangen,
Also dafür kann man Vereine gründen für die Regionalgründer, da Leute ansammeln, einsammeln, das Ganze vernünftig aufbauen. Die parlamentarische Demokratie, die wir hier haben, wenn wir die abschaffen wollen, ja, dann müssen wir anfangen, dass wir lokal in den Orten durch Abstimmungen zu Ergebnissen kommen. Da muss man die Leute zusammentrommeln, dass man sich trifft und wenn man, es gibt mit Sicherheit in jedem Ort irgendjemand, der das auf die Reihe kriegt, dass man online ein Portal für seine Gemeinde erstellt, wo die Leute auch online sich informieren können über das, was beschlossen werden soll und abstimmen können und da draußen Kombination basteln. Was einfach dass uns irgendjemand vertritt und die Meinung des Volkes ablöst, das muss man aber in der Gemeinde anfangen. Und so gibt es für jeden Punkt, der einen irgendwo, wo man sagt, das läuft doch schief in der Welt, da brauche ich mich nicht vors Brandenburger Tor zu stellen und das den Wolken und den Gebäuden davon zu erzählen und den Leuten, die sowieso hier mit der Einkaufstaschen vorbeihechten oder sonst was im Kopf haben, die kriegen es eh nicht mit. Wenn aber diese ganzen Aktivisten, wenn wir diese Energien wirklich nutzen, um vor Ort sich mit einzubringen in die Gemeinde, in die dortige Politik, sich mit in die Gemeinde Versammlungen setzen und andere Konzepte präsentieren, die ja einleuchtend sind, die ja schlau sind, die langfristig nur Vorteile haben. Wer soll denn das aufhalten? Dafür gibt's das Personal gar nicht. Wenn wir das nur in 500.000 Gemeinden hier in Deutschland anfangen, wer soll denn da was? Da hält uns keiner auf. Da geht es halt nicht mehr darum, sich darüber aufzuregen, was scheiße läuft, sondern das in die Hand zu nehmen, wie man es anders machen kann und dafür Leute zu begeistern und mitzureißen. Die Zeit ist reif. Die Lösungen, die Konzepte in den verschiedensten Bereichen sind da, vom Bauen über Ernährung, Geld, Abstimmungen, was gibt's noch, Energieerzeugung. Egal, wo man guckt. Und daraus können dann auch wieder richtige Gemeinschaften entstehen, die resilient sind, die unanfällig sind gegen diese, irgendjemand hat groß viel Geld und will uns erzählen, was man machen will. Nö, da kannst du mal am Arsch lecken. Wir machen das selbst. Wenn wir kleine Zellen werden, die gesund sind, die in sich funktionieren, die nicht mehr abhängig davon sind, ob jetzt im Supermarkt noch was zu essen ist. Die nicht mehr davon abhängig sind, kriege ich jetzt mein Geld von der Bank. Weil wir das selbst in die Hand genommen haben, weil wir andere Gelder gegründet haben, dann wird sich dieser Kapitalismus. Und keiner kann was dagegen tun. Relokalisierung, Dezentralisierung, die Energie der Aktivisten, dort wo ihr wohnt, trommelt euch zusammen, gründet Vereine, gründet, keine Ahnung, ob es jetzt ein Verein sein muss, ihr wisst, wir müssen wieder zusammenkommen, es muss eine Gemeinschaft her. Steckt da die Energie rein. Und so viel Personal hat weder die BRD noch sonst irgendwer, dass sie jetzt, da müssen wir schon das Land besetzen und durch die Straßen müssen wieder Soldaten patrouillieren, damit es weiter so läuft wie bisher, wenn wir uns als Gemeinden entschließen, nee, wir machen jetzt nicht mehr mit. Wendet euch an die Bürgermeister, wendet euch an die Ortsvertreter, setzt euch mit denen an einen Tisch mit vernünftigen Konzepten, was man in welchem Bereich machen kann. Und der eine interessiert sich für das Geldthema, der andere fürs Essen, der andere fürs das. Und bildet dort auch andere Demokratien. Das, was weiß ich, einem Parlament, was zuständig ist dass man autark wird, Ernährung, Energie und solche Sachen. Ein Parlament für die politischen Sachen, wie man nach außen mit umgeht. Ein Parlament für dieses und für jenes, wo dann auch Leute drin sitzen, die was davon verstehen und wo man weiß, dem kann ich auch vertrauen. Dem geht es darum, um das Thema und nicht um sich da die Taschen voll zu machen. Weil, ja, die Parteiprogramme der Parteien, die umfassen so viele Themen, da weiß doch selbst jemand von der Partei weiß doch gar nicht, für was er gewählt wurde. Und ob jetzt irgendjemand von der Partei das auch dann so vertritt, wie ich das als Wähler gern haben möchte, es funktioniert doch nicht. Sehen wir doch. Also lasst uns doch unterschiedliche neue Dinger von Demokratie, von Leben auf diesem Planeten im Kleinen, in Gemeinden anfangen. Hier essbare Stadt, Foodsharing, was kann man da alles noch mit reinholen? So viele neue, tolle neue Ideen. Ökologische Bauweisen mit Hanfbeton, mit allem Möglichen. Aber wir müssen doch weg von dem, was wir jetzt haben. Weil nochmal, das ist mein Hauptantriebsgrund,
Sonst tun wir uns irgendwann ausrotten. Beschleunigt durch die Kriege um die letzten Ressourcen, die wir angeblich brauchen, obwohl man auch anders leben kann. So, da will ich jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Relokalisierung, steckt die Energie vor Ort in die Gemeinden, träumt euch zusammen. Freie Presse kann man so auch gründen. Ja, das ist meine Idee am Morgen dazu. Prost, jetzt brauche ich erst einen Kaffee.